Red Race, Red Rapperie, Zungenbrand und ein paar Ideen zur Freizeitgestaltung. Viel Spaß! Are you ready? Smoke the park. Will you sit down and relax and simply have a good time? Set aside your fear and your greed, and simply live the moment, and you'll see your free. Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Das ist Folge 32. Heute ist Sonntag, der 10. Juli 2022 und es ist 11.22 Uhr. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, kommen wir zu einem wunderbaren Tabak. Ein Tabak, den ich erst kürzlich ausprobiert habe, obwohl ich ihn schon seit Jahren auf der Liste habe. Den Red Trace British Line Red Rapperie. Der Tabak kommt nicht in einer gelben Dose, obwohl es Red Trace die British Line ist, sondern in einer grünen Dose. Trotzdem kommt er eben aus dieser wunderbaren Linie, wie ich finde, sodass man eigentlich schon bevor man ihn geöffnet hat, sich drauf freuen kann, dass man es jetzt mit einem ganz besonderen Tabak zu tun bekommt. Zumindest ist das bei mir so, wenn ich meine Erfahrungen mit der Red Trace British Line so insgesamt betrachte. Der Tabak besteht aus Latakia, Orient, Virginia und Black Cavendish. Nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber das sind die Bestandteile. Wie viele Tabake aus der Red Trace British Line übrigens aus diesen Bestandteilen bestehen. Der Tabak ist am Anfang, wenn man ihn anzündet, tatsächlich relativ Latakia-lastig und sehr würzig, wird aber im Verlauf dann etwas milder und so im zweiten bis dritten Drittel kommt auch etwas Stärke durch, sodass man auch ein bisschen was vom Nikotin hat. Er ist insgesamt aber eher ein milder Tabak, wie ich finde. Und er ist ein wunderbarer, runder, sanfter, englischer Tabak, wenn man das Englisch so nennen will, was ja bedeutet, für die meisten bedeutet ja Englisch mit Latakia, ja. Ich habe überlegt, welches Essen würde zu diesem Tabak passen und da habe ich gar nicht lange überlegt und dachte, es ist einerseits würzig und kernig, auf der anderen Seite aber auch irgendwie frisch und mild und ich dachte so an ein Vollkornbrot mit Frischkäse. Das würde ganz gut zu dem Tabak passen, denn auch so vom Essen her, das kann man eigentlich immer essen, das kann man zum Frühstück essen, das kann man zum Abendessen essen, das kann man noch kurz vorm Schlafen gehen essen, das geht immer. Und gleichzeitig würde man es nicht direkt als Dessert oder als, ne, als Nachtisch essen. Es ist halt eher so ein kraftvolles, leckeres, kerniges Essen. Und so ist dieser Tabak, ne? Jederzeit genießbar, morgens, mittags, abends, egal wann. Aber er ist halt überhaupt nicht süß. Also er ist kein bisschen dessertartig, sondern er ist kernig, hauptmahlzeitartig. Ja, ja. Viel mehr kann ich zu dem Tabak auch nicht sagen. Wenn ich ihn jetzt mal vergleiche mit dem Three Noggins, der aus den gleichen Bestandteilen besteht, würde ich sagen, der Red Rapperie hat etwas mehr Latakia und etwas weniger Orient drin. Aber das habe ich nicht nachgeguckt oder verifiziert, das ist mein persönlicher Eindruck. Wenn ihr Latakia-haltige Tabake mögt und es gleichzeitig einigermaßen mild mögt, probiert doch mal den Red Rapperie. Könnt ihr, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Erfahrung mitmachen. Ich kann ihn sehr empfehlen. Ja, so viel eigentlich zu dem Tabak. Kommen wir zum nächsten Thema. Wie immer erzähle ich euch hier an dieser Stelle, was ich gerade so rauche. Also unter anderem rauche ich vor allem den Auenland Broken Flake verstärkt im Moment, weil ich den sozusagen wiederentdeckt habe und immer mehr zu dem Entschluss komme, dass es ein wirklich, wirklich sehr guter Tabak ist. Das ist einfach wegen der Reihe, aus der er kommt, Auenland von Pfauen, für mich immer gar nicht so richtig zu glauben. Der sticht wirklich so völlig heraus. Ich mag ja die anderen Pfauen-Auenland-Tabake nicht so sehr. Aber der sticht wirklich heraus. Das ist wirklich ein ganz hervorragender Tabak mit wunderschönen Burley
und Perique-Aromen drin, also ganz, ganz wunderbarer, brotiger, saftiger Tabak. Also ich liebe ihn und ich habe ihn auch jetzt fast alle. Außerdem brauche ich, wie in der letzten Folge vorgestellt, den Hall of the Wind sehr, sehr viel und den Red Rapparee, den ich heute vorgestellt habe. Das sind eigentlich so meine drei Spitzenreiter im Moment und fast so meine All-Days geworden. Und zwischendurch rauche ich immer mal, wie immer, einen kleinen Aromaten, also einen Virginia Flake mit leicht Aromatisierung, zum Beispiel von Pfeifenhuber, den Virginia Golden Flake oder auch von Peter Heinrichs Reserve Cru Nummer 2 und 4. Das sind so die Tabake, die ich im Moment rauche und dann geht's gleich weiter. Die Pfeife, die ihr auf dem Cover der heutigen Folge seht, beziehungsweise sehen werdet, wenn ich sie dann hochgeladen habe, die Pfeife oder das Bild der Pfeife, ist eine Davidoff-Pfeife ohne Filter. Diese Pfeife habe ich mitgebracht bekommen, die hat jemand anders für mich ausgesucht und das ist eine sehr, sehr schöne Pfeife und sie raucht sich auch sehr gut, weil sie sehr leicht ist und sich wunderbar klänschen lässt. Ich liebe diese Pfeife. Und ich benutze sie für naturbelassene Tabake oder naturnahe Tabake ohne Latakia filterlos. Also es gibt einen Tabak, den ich mit dieser Pfeife irgendwie ein Leben lang verbinden werde und der einfach wunderbar filterlos auch schmeckt und das ist der Rattrace Dark Fragrant aus der British Line. Darüber habe ich euch ja schon ausführlich erzählt. Und dieser Tabak ist ungefiltert einfach nochmal wesentlich interessanter als gefiltert. Und er ist auch mild genug, dass man ihn filterlos rauchen kann. Und den habe ich sehr, sehr häufig in dieser Pfeife geraucht. Mittlerweile ist der Dark Fragrant alle. Aber der Dark Fragrant ist ein Tabak, den ich mir mit Sicherheit irgendwann nochmal kaufen werde. Und dann werde ich ihn auch wieder in dieser Pfeife rauchen. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Foto, ich hoffe, euch gefällt die Pfeife. Die habe ich letztlich mitgebracht bekommen aus Kiel von Tabak Trend. Habe ich noch nie online irgendwo gesehen. Ein sehr, sehr schönes Stück. Ja, für diejenigen, die die Folge jetzt direkt hören, nachdem sie hochgeladen ist, ne, was ich eben erzählt habe zu dem Foto, das gibt es noch nicht. Das Foto wird erst noch gemacht und ich lade es anschließend für die Folge hoch. Das heißt, auf dem YouTube-Video wird man das Bild auch nicht sehen. Das ist so ein bisschen der Nachteil, aber auf Spotify wird man das Foto sehen. Und das kommt außerdem noch was hinzu, eine kleine Ankündigung. Ich bin nächste Woche im Urlaub. Also ich bin jetzt schon im Urlaub, aber nächste Woche werde ich in Venedig sein. Und da werde ich das Laptop bzw. meine ganze Mikroausrüstung und so weiter natürlich nicht mitnehmen. Und deswegen werde ich nächste Woche mal keine Folge Strandkorbgedöns aufnehmen. Danach bin ich wieder dabei. Denn wenn ich zu Hause bin, macht mir das Spaß und mache ich sehr, sehr gerne und wird auch wieder eine Folge kommen. Also in diesem Urlaub auf jeden Fall noch mindestens eine Folge Strandkorbgedöns. 3 Wochen habe ich Urlaub. Unfassbar, oder? Aber das gebe ich mir immer mal, gönne ich mir einmal im Jahr 3 Wochen Sommerurlaub. Das gehört einfach für mich dazu. Und ansonsten mache ich auch immer relativ wenig Urlaub. Ist ja nicht mehr viel übrig, ne? Aber ich mache dann immer so noch so eine Woche hier, eine Woche da. Aber einmal im Jahr 3 Wochen Urlaub finde ich zum Abschalten und zum wirklich rauskommen und zum wirklich Seele baumeln lassen sehr, sehr wichtig. Ja, und ich habe gedacht, heute widmen wir uns mal einem Thema, was sehr, sehr häufig schon besprochen wurde, was aber auch gleichzeitig so verhasst wie beliebt gleichzeitig ist, das Thema Zungenbrand. Und ich habe darüber noch nie im Einzelnen ausführlich gesprochen. Einfach mal meine Gedanken dazu, wie kann ich vermeiden, dass ich Zungenbrand bekomme. Angeregt wurde ich zu diesem Thema dadurch, dass neulich ein Freund von mir, als ich eine Pfeife geraucht habe, dabei war und sagte, sag mal, ich habe früher auch mal versucht, Pfeife zu rauchen. Mir hat da immer die Zunge so gebrannt. Wie ist das bei dir? Kommt das vor oder hast du dich da mittlerweile dran gewöhnt? Und ich sagte, ja, das kenne ich sehr, sehr gut aus meiner Anfangszeit. Da hatte ich regelmäßig eine brennende Zunge, so als hätte ich einen kochenden Kaffee getrunken. Jetzt habe ich das überhaupt gar nicht mehr. Ich kann 5 oder 6 Pfeifen am Tag rauchen, was ausgesprochen selten der Fall ist. Jetzt im Urlaub kommt es durchaus mal vor. Aber ich kann 5 oder 6 Pfeifen am Tag rauchen und habe nicht die Spur von Zungenbrand. Also nicht mal ansatzweise, nicht mal ein ungutes Gefühl auf der Zunge, nichts in der Art. Und ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es ja unter den Hörern von bei euch ein paar Leute, die noch relativ frisch beim Pfeiferauchen sind
und die dieses Problem haben und sich fragen, wie komme ich da rundrum? Also was kann ich tun, damit ich keinen Zungenbrand bekomme? Dazu gibt es ja jetzt die verschiedensten Hinweise und Methoden und was man alles beachten soll. Und ich glaube, die haben alle ihre Berechtigung. Letztlich stimmen die auf ihre Art alle. Ich habe aber noch mal ein paar andere individuelle Gedanken dazu, die ich gerne loswerden möchte. Ich gebe euch erstmal eine Anleitung dafür, wie ihr mit ziemlicher Sicherheit Zungenbrand provozieren könnt. Also, wenn ihr es drauf anlegt, auf die Art und Weise kriegt ihr mit Sicherheit einen wunderbaren Zungenbrand, der bis hin zum Geschmacksverlust führt und euch eine mindestens halbe Woche ekelhafte Schmerzen auf der Zunge beschert. Und zwar müsst ihr dafür einen sehr, sehr feuchten Tabak nehmen. Ja, also ihr müsst den Tabak feucht in die Pfeife tun. Ja, so dass auch wirklich noch, also dass man merkt mit der Hand, der ist feucht, vielleicht sogar nass. Ja, und dann müsst ihr an der Pfeife oft und fest und schnell und tief ziehen und es darauf anlegen, möglichst große Rauchwolken zu machen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und am besten raucht ihr die Pfeife dabei so heiß, dass ihr sie mit den Fingern nur noch vorne am Mundstück anfassen könnt. Das ist so eine Methode, da könnt ihr sicher sein, habt ihr einen saftigen Zungenbrand hinterher. Ja, kleiner Scherz am Rande. Also was könnt ihr jetzt tun, damit ihr keinen Zungenbrand bekommt? Das erste ist schon mal, keinen zu feuchten Tabak in die Pfeife machen. Das ist ein ganz, ganz häufiger Anfängerfehler. Der Tabak kann selten, ganz selten aus der Dose, wie sie ist, einfach so in die Pfeife getan werden. Der muss immer trocknen. Und ich rate dazu Trocknungszeiten von nicht 5 oder 10 oder 15 Minuten, sondern 1, 2 oder 3 Stunden. So, dass der Tabak so trocken ist, dass ihr ihn, wenn ihr ihn anfasst, dass er zwar noch elastisch ist, das heißt nicht bricht oder bröckelt oder zerbröselt zu Staub, aber so, dass er richtig raschelt, wenn man ihn anfasst, dass er so richtig, ne, also so in der Hand raschelt und dass er so ein bisschen spitzig in den Fingern anfühlt. Also, dass ihr so ein bisschen so was Hakeliges, Spitzes, Widerständiges habt, ja, was ihr mit den Fingern gut spüren könnt. Die Finger dürfen nicht, wenn ihr den Tabak berührt und zusammenquetscht, einfach nur in so einen weichen Widerstand gehen. Das ist für mich der wichtigste Tipp, weil wenn ihr feuchten Tabak in der Pfeife raucht, wird beim Rauchen des Tabaks Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf entstehen und heißer Wasserdampf verbrennt euch die Zunge. Heißer Wasserdampf ist das Mittel schlechthin, um Zungenbrand zu bekommen. Es ist nicht so sehr der Rauch, es ist der Wasserdampf. Besonders gefährlich ist es bei Aromaten, weil die oft sehr, sehr feucht sind. Wenn man die direkt aus der Dose so in die Pfeife tut und dann auch noch darauf anlegt, dass es möglichst ordentlich dicht qualmt, dann habt ihr mit Sicherheit eine große Menge kochenden Wasserdampf dabei und der verbrennt euch Zunge und Gaumen und Mundschleimhaut. Das ist also überhaupt nicht gut. Übrigens auch gesundheitlich nochmal deutlich schädlicher, als wenn ihr trockenen Tabak raucht. Ja? Also auch gesundheitlich ist das keine gute Idee. Rauchen ist sowieso gesundheitlich keine gute Idee. Da brauchen wir nicht drüber reden, oder? Das wisst ihr alle. Aber wenn ihr feuchten Tabak heiß raucht, ist es nochmal schlimmer. Ne? Weil ihr damit kleine Verletzungen, Verbrennungen in der Mundschleimhaut generiert, die erstmal repariert werden müssen. Und bei jeder Reparatur können DNA-Schäden auftreten, Krebs entstehen und so weiter. Also keine gute Idee, sehr, sehr heißen Tabak, sehr, sehr feuchten Tabak heiß zu rauchen. Übrigens ist es auch keine gute Idee, ganz ähnlich, sehr, sehr heißes Essen zu essen. Ja? Also zur Vorbeugung von Ösophaguskarzinomen, also Speiseröhrenkrebs, ist es sehr, sehr gut, das Essen nie allzu heiß zu schlucken, weil auch das setzt Verletzungen in der Speiseröhre und kann dazu Krebs führen. Das nur so am Rande. Aber wie gesagt, den Tabak ordentlich trocknen. Viele sagen ja, wenn man Aromaten zu sehr trocknet, dann geht das Aroma verloren. Diese Erfahrung habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Also ich lasse auch meine Aromaten, bevor ich sie rauche, ordentlich trocken werden. Natürlich nicht die ganze Dose, sondern immer nur die Person, die ich rauchen will. Und dann schmecke ich eigentlich noch relativ viel von dem Aroma. Mir ist es lieber, ich schmecke ein bisschen weniger von dem Aroma, ohne mich zu überschlagen, damit ich keinen Zungenbrand kriege und vorsichtig zu rauchen, als dass ich das volle Aroma spüre und dann hinterher eine brennende Zunge habe. Das ist keine gute Idee. Ja, und das nächste ist, wie ihr an der Pfeife zieht, ist ganz entscheidend. Und ich gebe euch einen zusammenfassenden, grundlegenden Tipp.
Man sollte das Ziehen an der Pfeife niemals hören können. Ganz einfach, zieht so an der Pfeife, dass ihr das Ziehen nicht hört. Dann zieht ihr so vorsichtig und langsam, vor allem langsam an der Pfeife, dass ihr viel schneller auch mitbekommt, wenn es zu warm wird. Denn man spürt das im Mund. Verlasst euch da mal so ein bisschen auf eure Wahrnehmung. Ihr spürt, wenn der Tabak, der Rauch des Tabaks zu heiß wird im Mund. Ihr spürt das. Und das könnt ihr aber nur spüren, wenn ihr vorsichtig und langsam und kleine Züge macht. Und es ist beim Pfeifenrauchen überhaupt nicht wichtig aus meiner Erfahrung, dass da große Rauchwolken entstehen. Ihr braucht nicht viel Rauch, um den Genuss voll wahrzunehmen des Rauchs. Ja? Ihr braucht nur kleine, genippte Wölkchen. Kleine Rauchwölkchen, die man kaum sieht. Ja? Legt es nicht drauf an, möglichst wie beim Dampfen oder so große Rauchwolken zu machen. Weil dann könnt ihr euch relativ sicher sein, ist der Pfeifenkopf zu heiß geraucht. Und es schmeckt auch gar nicht gut. Ne? Beim Pfeiferauchen schmeckt es gar nicht gut, wenn man einen richtig vollen, dicken, heftigen Rauch hat. Man kann sich übrigens auch beim Zigarrerauchen wunderbar Zungenbrand zuziehen. Ne? Indem man einfach relativ häufig, also alle 5 Sekunden, tief an der Pfeife zieht, an der Zigarre zieht und sie heiß werden lässt. Und beim Pfeiferauchen ist es eben auch so, kleine, langsame, aber ruhig regelmäßige Züge. Ihr könnt viel öfter an der Pfeife ziehen als an der Zigarre. An der Zigarre sagt man so 2-mal die Minute ziehen. Ne? An der Pfeife würde ich sagen, ruhig alle 5 bis 10 Sekunden ziehen. Ja, aber kleine, genippte, langsame Züge, die man nicht hören kann von außen. Ja? Und dann seid ihr eigentlich relativ safe unterwegs. Trockener Tabak, trocken genug, ja. So, dass er noch nicht bröselt, aber auch so, dass er raschelt. Trockener Tabak, langsame, kleine, gedippte Züge und ihr seid eigentlich auf der sicheren Seite. Da kann euch überhaupt nichts passieren. Kriegt ihr keinen Zungenbrand. Was mir durchaus manchmal passiert, wenn ich wirklich sehr viel geraucht habe und vielleicht beim Rauchen auch abgelenkt war und nicht ganz so achtsam geraucht habe, dass ich morgens, wenn ich aufwache, so ein ganz leichtes, ganz, ganz leichtes Gefühl von... Ja, ich will das nicht als Brennen einstufen, sondern so ein leichtes Zungengefühl habt. Das kann schon mal passieren, wenn man mal wirklich viel geraucht hat und nicht so achtsam war und ein bisschen sich unterhalten hat dabei oder beim Spaziergang geraucht hat und ein bisschen schneller gezogen hat, dass man so ein ganz kleines bisschen merkt. Aber das ist von Zungenbrand in dem Sinne sehr, sehr weit entfernt und ist normalerweise auch nach 1-2 Stunden wieder vollkommen weg. Ja, also das ist so meine Erfahrung. Ja, ich hoffe, ihr könnt mit diesen Tipps zum Zungenbrand was anfangen, wenn ihr noch Anfänger seid. Ich muss allerdings noch eine Sache ergänzen. Ich hatte mal einen Tabak, den habe ich offensichtlich nicht vertragen. Weil den konnte ich trocknen, so viel ich wollte. Den konnte ich vorsichtig rauchen, so viel ich wollte. Davon hat mir die Zunge sofort, instant, heftig gebrannt. Zwar nicht jetzt mehrere Tage, aber während des Rauchens einfach massiv gebrannt und gereizt, ja, irgendwie habe ich den nicht vertragen. Das war ein Tabak von Savinelli, Leonardo da Vinci hieß der. Den habe ich letztlich verschenkt, weil ich habe es wirklich mehrfach probiert. Da war irgendein Inhaltsstoff drin, den ich nicht vertragen habe. Das ist der einzige Tabak, bei dem mir das bisher passiert ist. Also was heißt nicht bisher, aber in den letzten Jahren passiert ist. Und vielleicht gibt es auch bei euch einen Tabak, den ihr absolut nicht vertragt, weil irgendein Aroma drin ist, irgendein Inhaltsstoff, der eure Schleimhäute reizt, dann nehmt einfach einen anderen Tabak. Das kann schon mal passieren. Das war aber nicht in dem Sinn Zungenbrand, sondern eher sowas wie eine, fast schon so ein Gefühl wie eine Allergie. Ich habe auch so ein bisschen Allergie auf Nüsse und wenn ich Nüsse esse, dann brennen mir immer so ein bisschen die Schleimhäute im Mund. Das ist mit der Zeit immer besser geworden. Das war als Kind relativ schlimm. Da ist mir die richtig angeschwollen, die Schleimhäute. Jetzt nicht so, dass ich ins Krankenhaus musste, aber das war schon sehr heftig mit den Nüssen. Das ist besser geworden, aber ich habe das immer noch, wenn ich jetzt Haselnüsse, wirklich eine Handvoll Haselnüsse roh esse, dass mir dann so ein bisschen die Zungenschleimhaut brennt. Und es war ein ähnliches Gefühl, ja, ein Brennen, aber nicht im Sinne von zu heiß, sondern im Sinne von irgendwas reizt da meine Schleimhäute. Also vielleicht, das mag es geben, ne, dass man Unverträglichkeiten hat gegen bestimmte Stoffe. Dagegen helfen alle diese Tipps, die ich euch gesagt habe, natürlich gar nichts. Dann hilft nur Tabak wechseln, anderen probieren.
Und wenn ihr relativ neu seid beim Pfeiferauchen, würde ich euch sowieso empfehlen, nicht, die meisten fangen mit Aromaten an. Ich finde, Aromatenrauchen ist eher fortgeschrittenes Pfeiferauchen. Da braucht man ein bisschen Erfahrung, um auch die Aromen wirklich rauszuschmecken und vorsichtig und sanft zu rauchen. Ich würde tatsächlich immer eher mit naturnahen Tabaken anfangen. Ohne Latakia erstmal vielleicht, ja, also sowas wie Louisiana Perique von HU oder sowas wie der Auenland Broken Flake, ist ein wunderbarer Anfängertabak, oder auch von Red Race die British Line, ja, und dann später, weil dann wisst ihr auch erstmal, wie Tabak schmeckt, dann wisst ihr erstmal, welches Grundaroma zum Beispiel Virginia hat, welches Grundaroma Birdie hat, wie Latakia schmeckt, wenn ihr das probieren wollt, wie Orient schmeckt, ne, und dann könnt ihr, wenn ihr Aromaten raucht, überhaupt erst differenzieren, was davon ist jetzt Tabak und was ist Aroma, weil bei manchen gut gemachten dänischen Virginia Flakes ist das Aroma wirklich so subtil, dass es den Tabakgeschmack nur ergänzt und unterstreicht und gar nicht überdeckt. Bei den Hocharomaten ist es natürlich eine andere Sache. Die Hocharomaten, die jetzt große Black Cavendish-Anteile enthalten, die getränkt sind mit Aromen, da ist vom Tabak kaum noch was zu spüren. Ja, das war's zum Thema Zungenbrand. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe für die heutige Folge eine Idee, die ich euch einfach mitteilen will, die mich in letzter Zeit so ein bisschen beschäftigt hat. Und das ist, was kann man tun, wenn man zum Beispiel einfach Urlaub hat, Freizeit hat, sich hinsetzen kann, Zeit nehmen kann und einfach mal die Seele baumeln lassen kann. Und da ist mir aufgefallen, dass es durchaus einen Reiz hat, wenn man mal eine Zeitschrift liest zu einem Thema, die einen sehr interessiert. Also tatsächlich so eine Zeitschrift, die man am Kiosk kaufen kann. Jetzt fragt ihr euch, ja, was will der von uns? Also das ist ja nun nichts Revolutionäres oder Neues. Das macht auch jeder Zweite, also das kennt doch jeder. Was ich meine, ist, sie wirklich lesen und nicht nur durchblättern. Weil ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung so, ich habe sehr, sehr oft mir Zeitschriften am Kiosk oder ja, am Bahnhof oder irgendwo gekauft und einfach letztlich nur durchgeblättert und ne, dann sind die ja auch relativ teuer, die kosten ja mittlerweile so zwischen 5 und 10 Euro die Zeitschrift und dann fragt man sich, war es das jetzt wirklich wert, ne? Also das nur durchzublättern. Interessant ist, die Zeitschriften wirklich mal von vorne bis hinten, bis auf vielleicht Stellen, die einen wirklich überhaupt nicht interessieren, durchzulesen, also die Texte auch wirklich zu lesen. Das hat dann so einen Effekt, als würde man so eine Doku schauen, ja, als würde man im Fernsehen eine Doku schauen, nur dass man das Ganze in Schriftform aufnimmt und irgendwie letztlich doch mehr Details mitbekommen hat, als wenn man das irgendwie nur so eine Doku nebenbei laufen hat. Und das ist völlig egal, welches Thema, also es ist irgendein Thema, was euch gerade interessiert, das vielleicht gibt es ja auch, ja, sowas wie Cigar-Afficionado für Leute, die gerne Zigarren rauchen oder vielleicht gibt es auch Zeitschriften zum Pfeifrauchen, habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt, aber in irgendein Thema, was euch interessiert, vielleicht, also mich interessiert jetzt zum Beispiel gerade Sport wieder mehr, dann habe ich mir so eine Sportzeitschrift gekauft und die gelesen. Was man allerdings feststellt ist, wenn man so eine Zeitschrift liest, dass irgendwie ein großer Teil, also 50%, also es ist letztlich Werbung. Ja, also letztlich ist das Werbung, das ist dann meistens irgendwie ein Interview mit irgendeinem Hersteller von irgendeinem Produkt, der einem dann so aus seinem Tagesablauf erzählt, was er so tut oder worauf er besonders Wert legt bei seinen Produkten. Ihr werdet feststellen, am Ende ist immer irgendwie so die Neugier geweckt, was ist das eigentlich für ein Produkt, was der da herstellt, und das ist genau das, was diese Artikel erzielen wollen. Es ist letztlich mehr oder weniger versteckte Werbung zu gut 50-80% der Zeitschrift. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, hat es auch seinen gewissen Reiz, weil das passiert ja auch in YouTube-Videos oder in anderen Medien, die man so konsumiert, immer mal wieder, dass man letztlich so eine Art Werbung erfährt. Und ja, diese Zeitschriften sind letztlich auch, ja, wie soll man sagen, schriftliche Werke von Influencern, nur in einem größeren Stil. Aber irgendwie macht es auch Spaß, ja. Irgendwie darf man nur nicht drauf reinfallen und sagen, ja, jetzt kaufe ich mir alles, was da besprochen wurde, gleich erstmal, bestelle ich mir erstmal, sondern man schaut sich dann die Seiten an und vielleicht ist ja wirklich hier und da was dabei, was man dann wirklich interessant findet und probieren möchte. Warum nicht? Dann kauft man sich das eben mal und schaut sich's an. Also, einfach mal so eine Idee von mir. Ist jetzt kein bahnbrechendes Ding, ja? Also keine bahnbrechende Erkenntnis, dass Zeitschriftenlesen mal ganz nett sein kann. Was ich nur damit sagen wollte, ist,
ich habe sie tatsächlich immer eher überflogen oder durchgeblättert als wirklich gelesen. Und wenn man jetzt so eine Zeitschrift nimmt, wie zum Beispiel Geo oder sowas, also oder Spektrum der Wissenschaft und solche Dinge, dann hat man auch wirklich einen Mehrwert davon und weiß auch hinterher wirklich ein paar Sachen, die man vorher nicht wusste. Und das hat, finde ich, noch so eine altbackene, aber irgendwie traditionelle Art der Informationsübermittlung, die es so vielleicht in der Form gar nicht mehr gibt. Wir kriegen ja mittlerweile durch das Internet alle möglichen Informationen aufgedrückt über Facebook und die sozialen Medien, die wir vielleicht gar nicht haben wollen. Und da kann man halt hingehen und kann sagen, das Thema interessiert mich, dazu hole ich mir jetzt eine Zeitschrift und die lese ich mir dann auch mal durch. Und dann lohnen sich auch die 5 Euro oder die 7,50 Euro, die Zeitschrift kostet. Ja, weil das ist dann schon eine Beschäftigung von 1-2 Nachmittagen. Also da reden wir von 4-5 Stunden, die man da dran ist, so eine Zeitschrift wirklich durchzulesen. Ja, mal ein Gedanke, mal eine Anregung, mal eine Inspiration von mir zu diesem Thema und mehr will ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Ansonsten wollte ich euch auf dem neuesten Stand halten, wie versprochen, was so meine Sportentwicklung angeht und meine Gewichtsentwicklung. Ich habe mittlerweile 1,5 Kilo abgenommen, ohne zu hungern. Das kann ich wirklich definitiv bestätigen. Ich habe nicht gehungert dabei. Ich habe kein einziges Mal Hunger gehabt. Ich habe mich zwar gebremst und zurückgehalten, was jetzt sowas wie Schokoladen und Chips angeht und solche Süßigkeiten und Eiscreme und das habe ich alles mal weggelassen und habe stattdessen Nüsse und Trockenobst und Vollkornprodukte gegessen, aber ich habe eigentlich nie wirklich Hunger gehabt in dem Sinne, dass Hunger unangenehm geworden wäre. Und das finde ich schon relativ erstaunlich. Ja, und natürlich sehr viel Sport gemacht, so wie ich es gesagt habe. Allerdings musste ich das Laufen, das Joggen erstmal wieder unterbrechen. Ja, da merkt man die 46 Jahre, dann hatte ich dann plötzlich einen kleinen Kniegelenkserguss, ist mir ein bisschen peinlich auf beiden Seiten und habe gedacht, naja, bevor die Knie jetzt wirklich so dick werden, dass man nicht mehr gehen kann, vielleicht doch erstmal auf Fahrrad fahren und walken zurück und hat mir letztlich mein Kumpel und Kollege auch empfohlen, erstmal die Finger weg vom Joggen, erstmal ein bisschen Gewicht abnehmen und dann irgendwann wieder anfangen zu joggen und erstmal Muskeln aufbauen und erstmal mehr Rad fahren. Und was mir noch besonders Spaß macht im Moment, ist dieses Fahren auf diesem Spinning-Bike. Jetzt ist es natürlich so, diese Spinning-Bikes hat natürlich jetzt nicht jeder unbedingt zu Hause rumstehen. Ich habe halt das Glück, dass ich eine Freundin habe, die solche Kurse gibt und die so ein Ding zu Hause hat, um damit ihre Kurse zu trainieren, vorzubereiten, diese Anleitung zu üben. Und damit auch selbst zu fahren, aber normalerweise hat man das nicht zu Hause stehen und diese Spinning-Fahrräder kosten auch irgendwas im vierstelligen Bereich. Ja, also die kriegt man nicht für 100, 200 Euro. Das ist schon unter 1000 Euro eigentlich nicht machbar. Aber es ist halt die Frage, ob das nicht auch eine Investition sein kann, die sehr lohnend ist, weil es wirklich eine Investition in die Gesundheit ist. Und die halten ja auch eine Zeit, ne? Also die hat man dann ja auch mehrere Jahre und kann davon jeden Tag profitieren. Ich habe da momentan riesen Spaß dran. Und vielleicht ist aber auch einfach Fahrradfahren was für euch, ja? Also ich fahre halt nicht so gerne auf der Straße Fahrrad, weil ich normalerweise Motorrad fahre und dieses wackelige, langsame Gezuckel da mit dem Fahrrad nicht so gut aushalten kann. Aber vielleicht macht euch ja Fahrradfahren Spaß. Ich finde, das ist wirklich eine tolle Aktivität, dieses Treten mit den Beinen mit einem geringen bis mittleren, manchmal auch hohen Widerstand. Ich habe so gedacht, nach diesen Einheiten, die ich auf diesem Fitnessbike mache, fühle ich mich eigentlich immer, als wäre ich in der Sauna gewesen. Und auch während ich diese Einheiten mache, von einer halbe bis dreiviertel Stunde, ist es ein bisschen das Gefühl, als wäre ich in der Sauna, weil ich einfach schwitze. Wie ein, ja, wer schwitzt denn viel? Ich weiß es nicht. Also ich schwitze dabei unheimlich viel, aber auf eine angenehme Art und Weise. Also ich könnte mich dabei eigentlich die ganze Zeit unterhalten. Ich komme nicht wirklich aus der Puste, ich habe keine Schmerzen irgendwo. Ich muss mich nicht irgendwie gegen irgendwas durchsetzen, gegen irgendwelche Abbruchimpulse, die ich innerlich habe, weil es zu anstrengend ist, weil es zu weh tut in den Beinen. Sondern ich bin einfach in Bewegung, schwitze viel, werde sehr, sehr warm, mein Körper pulsiert, mein Herz klopft. Und ich fühle mich wohl dabei. Das ist eigentlich so wirklich vergleichbar mit einem ausgiebigen Saunabesuch. Und ja, letztlich geht es ja darum, dass Sport auch Spaß macht. Es geht, sonst macht man es ja nicht dauerhaft. Wenn man das macht, um irgendwas zu erreichen, um gesünder zu sein, um Diabetes vorzubeugen, um Gewicht zu verlieren, was auch immer, dann macht man es immer nur eine gewisse Zeit und irgendwann lässt man es wieder bleiben. Entscheidend ist, dass man, glaube ich, Spaß an der Sache findet.
Und so kann dann gesundes Leben und Bewegung tatsächlich auch zum Genuss werden. Ja, heute insgesamt eine etwas kürzere Folge von Strandkorbgedöns, aber ich denke mal, es ist besser, ich mache eine kurze Folge als keine, und es ist besser, ich erzähle euch was, wenn ich wirklich eine tolle, bahnbrechende Idee habe, als wenn ich irgendwie die Zeit fülle und irgendeinen Unsinn erzähle. Aber vielleicht habt ihr ja auch Ideen, was mal noch gute Themen sein könnten hier auf Strandkorbgedöns. Dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was euch zum Thema Pfeifrauchen oder auch einfach so zum Thema Genuss interessieren würde. Vielleicht wollt ihr auch noch mal eine weitere Folge zu einem Thema, was ich schon mal hatte. Also ich bin da sehr, sehr offen für Wünsche und freue mich, wenn ich euch was erzählen kann, was euch auch wirklich interessiert. So viel aber erstmal zur heutigen Folge. Wir hören uns ungefähr in 2 Wochen wieder, wenn ich aus Venedig wieder da bin. Und ich wünsche euch den perfekten Smoke und alles, was ihr euch auch selbst für euch wünscht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Strandkorbgedöns. Ciao.